Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test und heute teste ich mit euch Tower Defense Magic Technology. Ich habe das Spiel von Publica Volcano Forge zur Verfügung gestellt gekriegt und jetzt schauen wir uns einfach mal dieses Spiel an. Kapitel 1, ja, Expedition. Abspielen. Nehmen wir mal, komm. So, auf dem Weg zu den Ruinen gelang es uns, einige Geräte zu finden. Es stellte sich als gut heraus, eine Beschreibung für sie zu finden. Da Magus sich bereits mit einer solchen geschriebenen Sprache befasst und den Text übersetzen konnte, anscheinend ist dies ein uralter Waffe und Gerät, das sie herstellen kann. Alles, was sie benötigen wird, sind so Materialien und Schallkreis. In der Nähe der Ruine wurden nicht nur antike Artefakte gefunden, sondern auch gefährliche Kreaturen, die Menschen Ausgaben beschädigen könnten. Daher wurde beschlossen, neue Waffen zu verwenden. So, okay. Ja. Tower Defense, alles klar. Wir haben Leben, Bellen, Timer. Also die Frage, kann ich nochmal Optionen rein? Angriffsportal, Defensivportal, alles klar. Okay. So. Ich muss kurz. So. Bisschen leider extrem laut. Also, hier kommen die Gegner. Das ist unser Portal. Wo bringt es am meisten gerade zur Zeit? Da und da. Okay, kein Geld mehr. Kann anzoomen, okay. Machen sie keinen Ton? Genau. Nur kurz wissen. Oh, ich habe ich auch nicht angenommen, ne? So. Schauen sie wirklich keinen Ton vor sich geben. Das war schon wieder. Okay, mach hier noch. Komm, noch ein Pilz. Ja, wenn sie sterben, werden aus den Zweigen aus vielfältigen sich, wie es auch hieß. Und jede von ihnen zeichnet sich durch besondere Art Fähigkeiten und Eigenschaften aus. Okay. Kann ich vorstellen. Ich werde hier nochmal einen bauen, wahrscheinlich. Am besten hier. So, abspielen. Oh, ein Wolf. Auch sie werden schneller, wenn sie betroffen werden. Hat es anscheinend. Und da sie erst später kommen, sind wir gut. Wer die besten Plätze zum Bau von Türen erstellt eine eigene Taktik. Ja, das habe ich ja schon bereits gemacht bis jetzt. So. Mit dem Pilz wieder. Wahrscheinlich werden die jetzt. Oh, was Neues. Eine Mistfliege. Die hält noch verdammt viel aus, wie. Scheint so. In jedem Level öffnen. Was? In jedem Level öffnen. Hier für dich eine Menge Türmchen, monsterfähige Wellen, Verbesserungen. Okay. Ja gut, wir haben zu wenig Geld. Kann ich sogar upgraden? Ach, kann ich upgraden? Oh, oh. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch.
Aber also klar, dass wir upgraden können. Gut. Okay. Die kommt jetzt sehr weit. Und jetzt zwei starke Maschinen wieder hier schon. Gibt es immer Gold Ende der Welle oder? Ne, vom Monster, aber ich, die haben halt wenig jetzt. Boah, wie oft vervielfalten sie denn sich? Ist ja krass. Sehr gut. Fortsetzen. Boah, jedes Mal schickt mir das Spiel in den Vorbildmodus wieder. Also ein starker Ladung von leichtem Blitz. Moment, zurück mal. Fast Kanone, fast normal, unauffällige Waffe, aber nicht zu unterschätzen. Sich Schießsprengkerne, die einen kleinen Raum großen Schaden verursachen können. Flächenschaden. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier Kanonen. Ja, das war's schon. Wir haben so wenig Geld. Hoffentlich haben wir es damit gerechnet, dass wir Kanonen bauen. Oh, okay. Ich war nochmal Kanone. Kann ich beschleunigen irgendwie? Ah ja, genau. Wenn sie durchkommen, kommen sie eh durch. So, okay. Okay, jetzt haben wir ein MG. Ich bin gespannt, ob es ein MG hier noch schießt oder nicht. Nein, schießt er nicht. Okay, das war dann für die Katz. Okay. Das war gar nicht so schlecht jetzt, auch nicht so gut. Okay. Ich glaube, ich mache die Kanone als ersten Upgrade. 42. Okay, machen wir Runde. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Errungenschaft, Slayer. Boah. Ja, abspielen. Haben wir jetzt gerade die im letzten Moment noch getroffen? Boah, scheint so. Okay, es war knapp.
Puh. Da kommen die Würmer wieder. Oh, die Pilze. Ich mache hier noch, auch noch ein Maschinengewehr hin. Wie hier muss man auch sehen. Okay, aufspielen. Umso größer werden, umso kleiner kommen da raus, ne? Ja, genau. So. Ja, eine große Kanone. 14 Wellen hat die Map. Oh, jetzt kommen die Missfliegen. Oh, oh, oh. Biene, die Kreatur scheint eine Metamorphose erfahren zu haben. Die ungewöhnliche große wurde und ist ziemlich langsam geworden, aber sein Stich ist gefährlich als ein Speer und sprengt den Tod und fügt anderen zum Schaden zu. Okay. Ja, okay. Gut, los geht's. Und wenn die Biene stirbt, dann ist es eine Schadenexplosion. Na gut. Oh, was? Wie groß sind die Pilze? Extrem groß. Da werden immer zwei kleinere draus, wenn sie sterben. Was? Ich kann gleich eine große Kamera bauen. Ich baue die hier. Oh, was für ein Ding. Das ist Maximum anscheinend. Okay. Wie viele Pilze das sind, ey. Schau mal, wie das noch überleben. Sie kommen schon extrem weit jetzt, leider. Nein! Was? Ja. Es gab Schaden, leider. Wo sie noch überleben? Ah, 8, okay, hier. 83. Boah, wie groß werden die Pilze denn noch, ey? Sehr heftig, wie groß das Ding ist. Das ist ein Boss-Mob, hä? Okay, dann sind wir ziemlich geteilt schon. Oh, schon eine kleinste Stufe hier, mein. Oh nee, wird noch mal kleiner. Oh oh. Hau sie weg. Boah, okay, geschafft. Okay, schon wieder vorgelegt.
Mein Gott. So, welcher ist der beste Punkt? So, abspielen. Zweifache Geschwindigkeit. Okay, leider kann der dann vorbei. Ich will hier einen Blitzturm bauen. Ich hoffe, ich schaff's ihn. Okay. Kann man testen, was der kann. Der macht auch ziemlich Schaden sogar. Die Frage jetzt, wenn ich hier noch ein Problem baue, komme ich hin. Hier noch ein MG-Turm. Das war schon wieder. Hier noch einen hin. Was wichtig durchkommen sollte. Da kommen die Blitze. 24. Weil wir einen getötet haben, mache ich einen weiten Blitzturm. Ja, der stoppt die schon, ne? Der hat eine Chance, die zu stoppen, alles klar. Das war knapp. Das war echt knapp. Oh, jetzt kommen also Wespen. So, ich glaube, das lasse ich es mal so, um versuchen, noch mit Upgrades besser zu wirken. Ich werde wahrscheinlich dieses Upgrade verwenden. Das hat am meisten Sinn. Weil der hier im Weizen kommt. Ich hoffe, das geht gut. Okay, jetzt nächstes in den Turm. Turm verstärken hier. Oh, ja.
Was kann heiter werden? Wow, das war knapp. Das war knapp. Oh, jetzt kommen immer die Höhe, die größeren Pilze wieder mal. So müssen wir die Türen verbessern hier. So. Boah, noch drei Wellen. Ob wir die schaffen? Bin mir zwar nicht zur Zeit nicht so sicher. Soll ich auf diesen zuerst verbessern, den MG-Turm? Kann aber auch Sinn machen. Jetzt wäre der nicht schlecht. Als nächstes. 68. Ich mach den noch. Jetzt kann ich vielleicht den noch ein bisschen verlangsamen nochmal. Boah, der macht schon viel Schaden, ne? Mist. Habe ich ganz gereicht. Okay, normal. Ich muss den verbessern nochmal. Wir brauchen kurz vier. Ein paar wenige Kräfte brauchen wir. Scheiße. Mist. So überleben müssen wir nicht. 42. 44. Puh. Ich hab keine Ahnung, ob das verhindern wird. Boah, das Vieh hat keinen Schaden. Scheiße, das nimmt kaum Schaden, das Vieh. Okay, das hat funktioniert. Gut, ich würde sagen, das war jetzt mal das letzte Test zu Magic Technology. Ein Tower Defense Spiel. Ich muss sagen, es hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Ich liebe ein solches Spiel eigentlich. Es war auch wirklich nicht unfair. Man hat sich das Gefühl, man kann es auch schaffen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Test. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.